Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zur ABB Innovation Show. Wir werden heute über intelligentes Energie- und Anlagenmanagement sprechen, was wichtig für den Maschinenbau als auch für den Anlagenbetreiber ist. Ich freue mich jetzt, zwei Spezialisten zu mir auf die Bühne zu bitten, mit denen ich über das Thema Energieverteilung im Detail sprechen werde. Herzlich willkommen, Dominik Böhm. Hallo, Sebastian Koll. Hallo Sven, schön hier zu sein. Hi, ich freue mich hier zu sein. Sebastian, die Erfassung und das Management des Energieverbrauchs spielen eine immer größere Rolle. ABB bietet Produkte, Systeme und Lösungen für eine effiziente und zuverlässige, sichere Energieverteilung. Ganz genau, Sven. Wir bieten für jedes Unternehmen eine individuelle Energiemanagement-Lösung. Klingt vielversprechend. Lass uns gleich ausführlicher darüber sprechen. Dominik, da ist zum Beispiel das MVM. Richtig, Sven. Das MVM ist ein für die Programmierung mit Bluetooth ausgestattetes Netzanalysegerät. Es ermöglicht eine Echtzeitüberwachung in der gesamten Energieverteilung. Und was macht das Produkt so besonders, beziehungsweise wo liegt der Vorteil in der Anwendung? Es dient der präzisen Überwachung elektrischer Parameter und der vollständigen Analyse der Netzqualität. Dank seiner Busschnittstellen kann es in unsere übergeordneten Energie- und Asset-Management-Lösung integriert werden. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche des Touchscreens und der App ist eine einfache Gerätekonfiguration möglich. Das spart unseren Kunden bis zu 40% Inbetriebnahmezeit. Jetzt wissen wir, wie die Geräte eingerichtet werden. Wozu nutze ich die Daten, die dann ausgegeben werden? Hilft das bei der Erfüllung der Norm ISO 50001? Die Daten kann ich zum Energiemonitoring nutzen. Das ist die Grundlage zur Erfüllung der ISO 50001, die ja auch relevanter für Unternehmen wird. Somit lassen sich nicht nur Energiekosten einsparen, sondern unter anderem auch Stromsteuer und Strafzahlungen. Zusammengefasst: schnelle Installation und Inbetriebnahme, verbesserte Reaktionszeit auf Schwankungen der Netzqualität, skalierbar für verschiedene Applikationen, vollständig integrierbar in bestehende Energy- und Asset-Manager-Lösungen, einfache Nachrüstung bestehender Installationen, ausgestattet mit Bluetooth und Busanbindung. Die Vernetzung der Produkte mit einem Cloud-System ist zweifellos ein Schlüsselmerkmal von intelligentem Energiemanagement. Auch unser nächstes Produkt baut darauf auf. Sebastian, wir schauen uns jetzt die neue Generation der Kompaktleistungsschalter-Serie T-Max XT an. Was zeichnet diese aus? Die neuen Kompaktleistungsschalter bieten nicht nur eigenständigen Schutz, sondern gelten als Schlüsselelemente mit einem hohen Kurzschlussschaltvermögen einer Energieverteilung. T-Max XT wurde entwickelt, um die Konnektivität zu maximieren und gleichzeitig Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Okay, wir sind bei dem Thema Kurzschlussschaltvermögen auf kleinstem Raum super unterwegs. Kannst du einmal die konkreten Vorteile der Konnektivität aufführen? Es ist viel einfacher, Probleme zu diagnostizieren und die erforderliche Wartung rechtzeitig durchzuführen. Fehler werden frühzeitig erkannt, das wiederum steigert die Anlagenverfügbarkeit. Mit den neuen XT-Leistungsschaltern haben wir die Möglichkeit, die gleichen 8 Buskommunikationsmodule wie bei dem großen Bruder EMAX 2 zu verwenden. Unter anderem Profibus DP, Profinet und Modbus. Was zeichnet das Gerät darüber hinaus aus? Die T-Max XT-Baureihe überwacht die angeschlossenen Verbraucher und kann den Energieverbrauch zu jeder Zeit begrenzen. Das Ergebnis ist eine Reduktion des Energieverbrauchs um 20%. Darüber hinaus profitieren unsere Kunden von der hohen Messgenauigkeit gemäß der Norm IEC 61557-12. Mit gemeinsamen Funktionen und identischen Schnittstellen können unsere Leistungsschalter extreme Leistungs- und Schutzniveaus von 160 Ampere bis 6300 Ampere abdecken. Außerdem gibt es noch weitere Features zum Thema Schnittstellenschutzsystem, Power Controller, Equip Connect, Network Analyzer und zum Schutz von Motoren. Heißt, der Kunde spart Energiekosten. Und dazu auch noch Installationszeit. Das liegt an der vereinfachten Integration der Leistungsschalter in ein bestehendes Netzwerk. Die Parametrierung der Auslöseeinheit kann über LCD, die Equip Connect 3 Software oder Bluetooth und die Epic Mobile App erfolgen. Wir haben also eine durchgängige Lösungsplattform für jede Anwendung. Richtig. Wir haben 7 verschiedene Größen und Schutzfunktionen bis zu 1600 Ampere, also für jeden Zweck eine maßgeschneiderte Lösung. Es können außerdem 50 zusätzliche Funktionen über den ABB Ability Marketplace bezogen und zum Funktionsupgrade der Auslöseeinheit verwendet werden. Wunderbar. Ich fasse das nochmal zusammen. 30% weniger Zeitaufwand, 20% weniger Energieverbrauch,
eine einheitliche Benutzeroberfläche von 160 bis 6300 Ampere, hohes Kurzschlussschaltvermögen bei kompakter Bauweise und die Auslöseinheiten immer passend zur Anwendung. Wie sieht es denn aus, wenn Energie- und Asset-Management für mehrere Maschinen und Anlagen oder sogar Standorte notwendig ist? Auf der einen Seite hat der Kunde die Herausforderung, eine Vielzahl elektrischer Systeme in Echtzeit zu überwachen, zu steuern und zu optimieren. Auf der anderen Seite gewinnt das Thema vorausschauende Wartung und Instandhaltung noch mehr an Bedeutung. Die Herausforderung liegt darin, alle Daten zu sammeln und in Echtzeit zu managen. Denn nur mit einer gesamtheitlichen Betrachtung der gesamten Anlage macht das Ganze dann auch wirklich Sinn. Wie kann diese Herausforderung einfach in der Praxis umgesetzt werden? Die beste Lösung ist, alle Faktoren im Blick zu behalten. Das bieten wir mit ABB Ability. Unter diesem Namen vereint sich unser branchenübergreifendes digitales Know-how vom einzelnen Gerät über das Netzwerk bis hin zur Cloud. Hinter dem ABB Ability Energy und Asset Manager ist eine cloudbasierte Lösung für innovatives, sicheres und zuverlässiges Energiemanagement. Sebastian, du sprichst von einem innovativen Energiemanagementsystem. Was genau verbirgt sich dahinter? Der ABB Ability Energy und Asset Manager ermöglicht die Erfassung und Visualisierung relevanter Informationen aus der Energieverteilung. Die Geräte können per Plug and Play an die Cloud Computing Plattform angeschlossen werden. So ist eine kontinuierliche Überwachung der Energiemessungen in Echtzeit möglich, um die Effizienz zu steigern und Betriebskosten zu senken. Außerdem ist ABB Ability nach der Norm ISO 50001 zertifiziert. Und wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Der ABB Ability Energy and Asset Manager ist eine hochmoderne Cloud-Lösung zur Verwaltung und Optimierung Ihrer Sachwerte und elektrischen Systeme in Echtzeit, jederzeit und von überall aus. Ein einziges Dashboard bietet Ihnen anwendungsspezifische Ansichten mit Analysefunktionen, mit denen Sie proaktiv Anlagenleistung und Stromlasten optimieren und gleichzeitig Ausfallzeiten und Stromrechnungen minimieren können. Der Energy and Asset Manager ist flexibel anpassbar, ob Sie nun über Nieder- oder Mittelspannungsgeräte, eine einzelne oder mehrere Produktionsstätten verfügen. Er lässt sich leicht in Ihre vorhandene Hardware integrieren. Sie können das Dashboard an die von Ihnen gewünschte Darstellung der Asset KPIs anpassen. Um Funktionen hinzuzufügen oder zu upgraden, genügen ein paar Klicks im ABB Ability Marketplace. Da durch den Energy and Asset Manager weniger Bedarf an Wartung und Energie besteht, erhöht sich der Wert in Ihrer Infrastruktur. Holen Sie sich mehr Einblick, mehr Kontrolle, höhere Kosteneinsparungen und mehr Leistung mit dem ABB Ability Energy and Asset Manager. Der ABB Ability Energy und Asset Manager ist die gesamtheitliche Lösung für alle fortschrittlichen digitalen Lösungen von ABB. Er ist eine innovative Cloud Computing Plattform, die entwickelt wurde, um elektrische Systeme in Echtzeit zu managen, ist jederzeit von überall via Smartphone, Tablet, Computer zugänglich und unterstützt bei der Überwachung und Optimierung sowie bei der vorausschauenden und bedarfsabhängigen Instandhaltung von Energieverteilsystemen. Falls Sie zu dem Thema Fragen haben, treten Sie gerne mit uns in Kontakt. Sebastian, vielen Dank für deinen tollen Beitrag. Danke, Sven. Es hat viel Spaß gemacht. Und jetzt geht es weiter mit dem Bereich Gebäudemanagement und den entsprechenden Anforderungen an das Energiemanagement. Der erste Schritt besteht darin, genau zu wissen, wie viel Energie wo verbraucht wird. Mit diesen Informationen können Kunden Verbesserungspotenziale ermitteln und dadurch effizienter werden. Damit lassen sich bis zu 30% Energiekosten einsparen. Okay, und was für neue Themen hast du heute mitgebracht? Fangen wir mit dem CMS an. Das CMS ist eine kompakte und leistungsstarke Stromkreisüberwachung. Es stellt eine einfache und praktische Lösung zur Energieüberwachung und Optimierung dar und benötigt keine externe Software. Der integrierte Webserver ermöglicht eine vollständige Transparenz des Energieverbrauchs. Was macht das System so einfach und praktisch? Kurz und knapp, minimaler Platzbedarf bei maximaler Flexibilität und einfacher Nachrüstbarkeit. Das zeigt sich auch an den Sensoren. Diese können angebracht werden, ohne die bestehende Verkabelung zu lösen. Die CMS-Komponenten sind mit wenigen Handgriffen montiert, da sich die gesamte Anschlusstechnik ohne Spezialwerkzeug anbringt. Hört sich überzeugend an. Und das Konzept der Einfachheit lässt sich auch auf die Inbetriebnahme übertragen. Absolut. Das CMS überzeugt durch ein intuitives Bedienkonzept. Die Systeme sind innerhalb kürzester Zeit installiert. Tatsächlich war die Überwachung von Endstromkreisen nie so einfach. Kurz die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Minimaler Platzbedarf, schnelle Inbetriebnahme, weiter Strommessbereich, einfache Nachrüstbarkeit.
Stichwort Cloud, womit wir bei der nächsten Lösung fürs Gebäudemanagement sind, dem System ProM Compact Insight. In welcher Hinsicht ergänzt das Produkt CMS? Das System wurde speziell für die lückenlose Überwachung und Steuerung des Energieflusses in Unterverteilern entwickelt. Was bringt das dem Kunden konkret für Vorteile, zum Beispiel bei der Betriebskontinuität? Insight bietet Kunden Transparenz, Diagnose und Benachrichtigungen in Echtzeit. So können Risiken frühzeitig erkannt werden und der Anwender kann umgehend reagieren. Für bestimmte Ereignisse oder das Überschreiten von Schwellenwerten können Aktionen programmiert werden. Zahlt sich das auch in puncto Energieeffizienz aus? Absolut. Es können bis zu 20% des Energieverbrauchs eingespart werden und im Sinne der Nachhaltigkeit eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 15% erzielt werden. Und wie lässt sich das System bei unseren Kunden integrieren? ABB bietet mit Insight eine intelligente und skalierbare Lösung, als lokales System oder integrierbar in die ABB Ability Cloud. Das lokale System kann auch mit Cloud-Funktionalitäten nachgerüstet werden. Insight auf einen Blick. Komplettlösung für die Überwachung des Stromkreises und der elektrischen Parameter. Kompaktes und leistungsstarkes Mehrkanal-Messsystem. Weiter Strommessbereich AC und DC. Und die einfache Nachrüstung. Egal wie groß Ihr Unternehmen, wie komplex die Maschine oder Anlage, wie herausfordernd die Problemstellungen sind, wir bieten die passende, maßgeschneiderte Lösung. Wer sich mit Energieverteilung beschäftigt, der benötigt dafür natürlich auch ein Gehäuse. Welche Lösungen haben wir für den Maschinenbau? Durch die Integration von GE bieten wir nun ein zusätzlich umfangreiches Sortiment an multifunktionalen Gehäusen aus glasfaserverstärktem Kunststoff an. Diese sind für Innen- und Außenanwendung geeignet. Werfen wir doch kurz einen Blick auf drei unserer Produktreihen, die jeweils für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Fangen wir mit dem Allrounder an, Aria. Die universellen Polyesterschränke gibt es in 7 Abmessungen. Sie bieten optimale Sicherheit für die Benutzer und auch für die eingebauten Geräte durch die Schutzisolierung und die Schutzart IP66. Die Schränke halten Dauertemperaturen von bis zu 70 Grad und kurzfristige Spitzentemperaturen bis zu 130 Grad statt. Wo werden die Gehäuse noch eingesetzt? Neben dem Maschinenbau unter anderem auch in der Schwerindustrie, Telekommunikation und in Brauereien. Haben wir auch spezifische Lösungen für raue Umgebungen? Ja, dafür gibt es die PolySafe-Serie. Sie kommt beispielsweise in petrochemischen Betrieben zum Einsatz. Diese zeichnen sich durch eine besondere Bauweise aus, richtig? Durch die modulare Bauweise lassen sich die Schränke vertikal und horizontal kombinieren. Dank des umfangreichen Zubehörs können individuelle Sonderlösungen realisiert werden. Von der einfachen Wandmontage über den freistehenden Außenverteiler bis hin zur Montage an Masten. Eine sehr widerstandsfähige und flexible Produktreihe. Das stimmt. Aber wenn es um Flexibilität geht, sollten wir auch unbedingt über das Gehäusesystem VMS sprechen. Durch die innovative Verbindungstechnik sind sie schnell, einfach und werkzeuglos kombinierbar. Die Reihe besteht aus 5 Gehäusegrößen, basierend auf einer 100-mm-Teilung. Offene Gehäuseseiten ermöglichen einen optimalen Zugang für Verdrahtung und Montage. Darüber hinaus bietet die Reihe optimalen Bediener- und Anlagenschutz durch die Schutzisolierung und die Schutzart IP65. Dominik und Sebastian, wir sind am Ende der Show angekommen. Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Webseite. Melden Sie sich auch gerne direkt bei uns, wenn Sie weitere Fragen haben. Auch von mir, vielen Dank. Es war mir eine Freude, Ihnen heute unsere neuen Lösungen mit Sebastian und Dominik vorzustellen. Schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund.